Versuche jetzt zum zweiten Mal mein Glück. Hello again, ne? Guten Abend. Schön, dass ihr jetzt weiterhin so zahlreich hier bei uns online seid. Herzlich willkommen und guten Abend hier aus Modellbahn Union in Kamen, unserem Fachgeschäft, direkt live, wie man jetzt gemerkt hat, ne? Also live ist live. Wir sind jetzt der zweite Versuch. Das hatten wir auch noch nicht in der Art und Weise, aber ja, passiert, würde ich mal behaupten. Mein Name ist Marcel Hagemann. Ich bin Vertriebsleiter hier bei Modellbahn Union und das jetzt schon, ja, 9 Jahre. Hinter der Kamera seht ihr nicht den Max. Ja? Er hält aktuell die Kamera Nummer 3. Hinter der Kamera und der ganzen Technik steckt der Thomas. Und neben mir steht der Produktmanager Heiko Stoll. Hallo zusammen. Du bist ja der Gründer von Modellbahn Union. Dieses Jahr 25 Jahre. 25 Jahre Modellbahn Union, das werden wir bei unserem Sommerfest Ende Juni werden wir das feiern. Aber du bist ja erstmal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ab morgen weg. Für nur 2 Tage. Wollte sagen, kein so langer Also keine Urlaub, was mir Sorge, sowieso ne? wieder jemand unterstellen will. Du bist im Miniatur Wunderland in Hamburg. Ja, Warum? genau, weil die Jungs da oben ziemlich heiß sind auf unseren DeZero und wir haben ihnen versprochen, dass wir unser Testmuster, eins von den zweien, die wir erst haben, zum Fahren lassen hochbringen am Mittwoch. Das heißt, wenn ihr Mittwoch zufällig irgendwie in Hamburg seid, könnt ihr einmal mir zuwinken und zum anderen könnt ihr den DeZero in der Rhein-Ruhr-Express-Lackierung live in Action, hoffentlich fehlerfrei, auf der Anlage im Miniatur Wunderland sehen. Also, der ist ja auf jeder Anlage bis jetzt fehlerfrei auch gefahren. Also von daher gehe ich mal stark Ja, davon aus. gesteigerte Also, Sorgen mache ich mir das, auch ja. nicht. Also gerade dort fährt ja auch jedes unserer Produkte bis jetzt einwandfrei. Also ich bin mal gespannt, was du berichten wirst, vor allen Dingen, was Herr Georg berichten wird. Wie lange bleibt das Modell dann da? Nimmst du es direkt wieder mit oder? Ja, wir haben vereinbart, dass wir das Modell bis zur Messe, also Intermodellbau, nächste Woche behalten können. Dann bringt der Georg das wieder mit runter und sobald wir dann die nächste Produ also die nächste Vorserie haben, was dann eine Stufe vor Endproduktion ist, kriegen sie eins für längerfristig. Ja, dann wird unser Modell dort ganz schön lange fahren. Weißt du, in welcher Area das fahren wird? Ich glaube, er hat mir mal gesagt, beim Flughafen, weil sie beim Flughafen so Nahverkehrsstrecken und so haben und da würde das super hinpassen. Also vermute ich mal, das bleibt dabei. Ja, ich bin gespannt. Und wir werden natürlich berichten, also wir halten euch über Social Media natürlich aktuell am Laufen. Heiko wird ein paar Videos drehen, auch das eine oder andere Interview und ja, folgt uns am besten bei Instagram und Facebook. Ja, da heißen wir natürlich Modellbahn Union. Jetzt kommen wir aber zu unserem Thema. Das ist heute Zubehör, Lasercut, Gebäude, Intermodellbau, Gewinnspiel und unser lieber Gast, die liebe Lena. Wir gehen einmal rum. Und ich freue mich ganz doll auf den heutigen Abend, liebe Lena. Herzlich willkommen, denn du Ja, bist hallo ja zusammen. jetzt vollständiges Mitglied der Modellbahn Union. Ja, herzlich willkommen. Danke natürlich an mich selber. Nein, also ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Und ich bin gespannt auf die ganzen Projekte, die wir so vorhaben. Oh Das ja, wird das ist ja jede Menge. sehr spannend, genau. Und sehr intensiv, glaube ich. Ja, wir haben ja hier schon sehr viel Holz vorbereitet, aber auch das ein oder andere Gebäude, was jetzt hier schon steht und was jetzt ja für nächste Woche noch weiter ausgebaut wird. Das hat ja einen gewissen Grund, warum wir hier ein bisschen was zeigen wollen. Mit dem Bahnhof, der jetzt hier noch so im ja, Halbgaren steht, das ein oder andere Gebäude, was noch kein Dach hat. Und die Trinkhalle, die dann noch so, ich möchte nichts Falsches sagen, so alleine steht. Ja, ich glaube, die ist bisher noch am besten ausgestattet tatsächlich. Ja. Ja, also die Grundidee war letztendlich, den Bahnhof Kamen, also unseren Heimatbahnhof ja quasi, mal nett in Szene zu setzen. Positiver Nebeneffekt, man hat auch gleich eine Präsentationsbühne für den DeZero, Der wo er ja auch genau natürlich da hält. Ne? Das ein oder andere richtig. Mal haben wir das ja schon gefilmt. Letztes Mal war National Express hier bei uns zu Gast in Kamen und die sind natürlich auch mit dem DeZero angereist. Ja. Standesmäßig, ja, Ja. genau. Ja, und da steht noch einiges an. Genau, Holzwüste ist natürlich noch da und der ein oder andere Rohbau, was jetzt einfach daran liegt, dass noch ganz viel da rein soll in diese Gebäude natürlich und wir auch so ein bisschen zeigen wollen,
was kann man damit eigentlich alles machen? Also gerade was die Lasercut-Sachen, den Karton angeht, sind viele immer noch sehr unsicher. Und da geht es halt wirklich, zumindest das ist also mein Anliegen, so ein bisschen auch zu zeigen, was kann man damit eigentlich machen? Und es ist genauso ja, anpassbar und verwendbar und Alterung und so weiter wie Kunststoffbausätze. Ja, und das ist ja genau das, wo wir euch auch gerne mitnehmen möchten. Wir haben bei uns auf der Webseite haben wir einen Blog. Und das Diorama werden wir da natürlich, oder beziehungsweise du wirst das Diorama da ja auch präsentieren in den einzelnen Baufortschritten und besonders auf der Intermodellbau auch das eine oder andere immer noch mal wieder erklären und zeigen. Ja, aber nun mal erstmal zu dem ersten Teil des Dioramas. Wir können anfangen, wo du möchtest. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass das nicht meine Leistung alleine ist. Also das ist eine Teamarbeit und vor allen Dingen das meiste, was wir jetzt hier sehen, hat mein lieber Kollege der Bernd, der ja auch schon mal hier gewesen ist, das vorgestellt hat. Ne? Ja. Genau. Das ist so sein Werk hier, das ganze Grundgerüst und die ganze Elektronik und die Gleise und so weiter, das hat der Bernd für uns gemacht. Und meine Aufgabe ist es, das Ganze irgendwie hübsch zu machen. Und natürlich soll das Ganze irgendwie anpassbar sein an das, was wir alles schon haben und auch vielleicht Platz bieten für neue Produkte, die irgendwann mal kommen. Also sind viele Teile hier rausnehmbar und zum Auswechseln gedacht. Kernstück ist natürlich jetzt hier unser Bahnhofsgebäude, das Empfangsgebäude. Das ist jetzt im Moment noch im Rohbau, also es ist auch noch gar keine Fassade dran, damit ich, wenn ich da jetzt noch ein bisschen mit rumhantiere, mir das nicht schon vorher einsaue. Und es ist auch noch nicht ganz verklebt und das ist vielleicht auch ganz cool. Dann kann man mal zeigen, wie so eine Innenkonstruktion bei so einem Bausatz aussieht. Ich nehme das mal hier runter. Die Fassade ist jetzt tatsächlich nur angesteckt. Und man kann wunderbar sehen, dass hier einzelne Teile oder einzelne Zimmer unterteilt sind. Das hängt jetzt hier noch ein bisschen runter, weil es auch noch nicht verklebt ist. Damit ich entsprechend noch an die einzelnen Räume ran kann, um da Inneneinrichtungen reinzubringen. Und du verrätst mir jetzt aber nicht, was du da alles reinmachst, ne? Naja, es ist ein Empfangsgebäude, ne? Ich glaube, so typisch sind so Sachen wie ein Wartebereich. Ja. Vielleicht wird es einen DB-Service-Point geben. Vielleicht eine kleine Bäckerei oder ein Café. Vielleicht aber auch was ganz anderes, was man in Gebäuden, in so alten Gebäuden heutzutage nutzt man die auch gerne mal um, gerade was so kulturelle Geschichten angeht und so. Da könnte ich mir vorstellen. Da kann man schon viel mit spielen, ne? Vor allen Dingen mit den schönen Fenstern und gerade hier mit dem Vorbau. Wir können es ja nochmal umdrehen. Da, denke ich, lässt sich das ganz gut in Szene setzen. Ja. Wir haben ja hier natürlich, der Bahnhof Karm ist ja keine Neuheit. Den haben wir ja schon etwas länger. Das ist jetzt hier unser altes Schaumuster. Das beinhaltet, ihr seid ja normalerweise gewohnt, dass wir die Produkte anpinnen. Das ist heute etwas schwierig, weil das erste Live schiefgelaufen ist. Deswegen haben wir nicht alle Produkte, die wir jetzt anpinnen können. Aber ich kann euch die natürlich gerne sagen. Das Gute bei diesem Produkt ist, weil wir es in unserem Fachgeschäft stehen haben, hier stehen so tolle Schildchen. Und da kann ich genau sagen, aha, das ist die Artikelnummer B00091. Und der Bahnhof Karm kostet bei uns 79,99 und dazu gibt es diese Bahnsteig- bzw. diese Bodenplatte, die hier verbaut ist, für 49,99. Ist direkt beim Produkt verlinkt, hat die Artikelnummer B dreimal die 092. Wie gesagt, aber Bahnhof Karm kennt ihr schon. Ich wollte es nur einmal nochmal zeigen, damit ihr seht, wie ist das Modell fertig bzw. Wie ihr das bekommt von uns. Weil die liebe Lena wird das natürlich noch mal etwas modifizieren oder optimieren, wie auch immer das sagen möchte, oder gestalten. Ja. Vielleicht genau gestalten, vielleicht auch ein bisschen dreckig machen, aber das soll natürlich auch nett aussehen. Weil der Bahnhof Karm ist ein bisschen dreckig. Ja. Ja, und so viel zum Thema oder nochmal zum Thema Teamarbeit. Wir sehen jetzt auch, du hast gerade die Bahnsteigplatte gezeigt, da sind auch solche Verlängerungen noch mit bei, die zu dieser Platte gehören, aber damit unser Desiro entsprechend naturgemäß Auslauf bekommen kann, auch gewünscht ja in Doppeltraktion, fehlt hier tatsächlich noch ein Meter und dementsprechend auch in die Gleislänge, ne, oder die Bahnsteiglänge. Und da waren die Konstrukteure so nett in Issum und haben quasi alles stehen und liegen gelassen, um uns sehr kurzfristig spontan diese Bahnsteige hier
zu ermöglichen, ja, als Ergänzung. Die jetzt hier noch, wie lang wird das noch hier verbaut? Es fehlt noch ein drittes Segment, also die sind jeweils 1 Meter mal, ich glaube, 62 in der Tiefe. Es fehlt jetzt noch ein drittes Segment und der Bahnsteig, der wird jetzt hier noch 1,70, also 1 Meter und noch 70 Zentimeter hinten dran und dann ist der 1 Meter und nochmal 80, 90 Zentimeter ungefähr. Der ist ein kleines bisschen versetzt. Sehr schön. Ja, also da lieben Dank an den Konstrukteur, beziehungsweise ich glaube, es war unser lieber George, ne? Hand angelegt hat und uns hier unterstützt hat. Wir haben den Bahnhof Kamen. Wollen wir das nächste Produkt machen? Ja, oder das, was es noch nicht gibt, vielleicht ja irgendwann mal, nämlich die Fahrradstation, die ja eigentlich tatsächlich neben dem Bahnhof zu finden ist. Aber dafür haben wir hier einen netten Platzhalter. Und wir sind ja hier im Ruhrgebiet. Deswegen haben wir uns überlegt, da muss auf jeden Fall eine kleine Trinkhalle hin. Ja, das kann man mit Sicherheit immer gut von der, aus der Nähe sich anschauen. Kommt der liebe Max schon. Zeigt mal die Trinkhalle mit Kioskbetreiber. Ne? Genau, typische Trinkhalle, wie man die kennt aus dem Ruhrgebiet. Und wie das so ist. Hinten ist es ja immer so ein bisschen schmuddelig. Schönes Plakat, ne? Übrigens. Ne? Ja. 25 Jahre Modellbahnunion und Sommerfest. Ja, sehr schön. Ich bin mein Sichtschutz umgefallen. Ja, wer eben unsere Storys bei Instagram gesehen hat, die liebe Lena hat ja noch das eine oder andere eben schnell jetzt noch mit dem Tiki Wax aufgestellt. Ja, sodass etwas mehr Leben in der Bude herrscht. Genau, um so ein bisschen Vorstellung davon zu haben, wo die Reise hingehen soll, weil das jetzt innerhalb von einer Woche, die ich jetzt dabei bin, noch nicht alles fertig sein kann. Natürlich nicht. Ist, glaube ich, logisch, ist aber auch für nächste Woche nicht das Ziel, weil wir wollen ja auch ein bisschen zeigen, wie man mit dem Material umgeht, was man machen kann. Ja, also das ist ja auch die Hauptsache. Wir wollen ja nichts komplett Fertiges sofort präsentieren. Das macht ja keinen Sinn, denn die Fragen kommen ja oft beim Bau. Ja, und da werden wir dann auf der Intermodellbau, beziehungsweise wirst du das eine oder andere live zeigen oder live zusammenbauen, werden wir gleich nochmal besprechen. Und aber auch jedes Mal nochmal hier entweder beim Live-Shopping mitnehmen oder das eine oder andere Video machen und natürlich auch im Blog. Das Ganze erwähnen. Um mal ganz kurz wieder zu dem Produkt zu kommen, das ist unsere Ruhrpott-Trinkhalle mit der Artikelnummer L3x070. Normalerweise pinnen wir die Artikel, wie gesagt, gerne an. Heute leider nein. Aber du hast ja das ein oder andere, hast du da ja auch an Zubehör hingeknallt, was ich ganz cool finde. Der Hinterbereich, den man ja sonst wirklich selten sieht bei so einer Trinkhalle. Ne? Aber da ist halt dann die Fantasie und dem Ganzen, was man so machen kann mit den kleinen Zubehörprodukten, die wir zum einen haben, aber ich glaube, da sind auch noch ein paar andere Produkte oder andere Hersteller mit dabei. Oder ist das alles von uns? Nee, das ist bis auf die Kisten. Die Kisten, Getränkekisten, ne? Also auch die Stehtische gehören zu dem Trinkhallenbausatz dazu. Die Stehtische sind auch schon mit dabei, ja, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Ja, sehr schön. Ja, und die anderen Sachen, ja, findet man bei uns das ein oder andere Mal in unserem schönen Fertigmodellkatalog. Noch vom letzten Jahr, da sind natürlich jede Menge neue Produkte mit dazugekommen. Wir werden das im Laufe des Jahres dann nochmal erweitern. Gern? Ja, wir bleiben im Ruhrpott. Genau neben dieser Fahrradstation haben wir ein altes Backsteingebäude. Ich habe nicht rausgefunden, leider, was das früher für eine Funktion hatte. Heute ist es noch ein Wohnhaus. Wenn man am Bahnsteig steht, rechnet man da erstmal nicht mit. Das ist etwas beschmiert und unter anderem auch sind die Fenster teilweise zugemauert. Das kann man auch wunderbar darstellen. Ich habe zum Beispiel jetzt noch Reste gehabt von diesem Karton mit dem Backsteinmuster. Und von der anderen Seite ist das Ganze allerdings verputzt. Und auch das geht wunderbar. Es ist hier Acrylfarbe, die dem Karton überhaupt nicht schadet, sodass man auch solche kleinen Veränderungen durchaus sich zutrauen kann und mal ausprobieren kann. Auch wenn es Karton ist. Es ist eben kein Papier, sondern Karton. Architekturkarton, genau. Und das wäre jetzt meine erste Frage gewesen oder ist mit Sicherheit immer die erste Frage, die der eine oder andere stellt. Man darf da mit Acrylfarbe ran an solche Architekturkarton-Bausätze oder Lasercut-Bausätze. Allerdings muss man aufpassen oder ist das...
Acrylfarbe ist jetzt gar nicht so schlimm, weil die nicht so sehr wasserhaltig ist. Also klar gibt der Karton so ein bisschen nach und das wälzt sich, aber das kriegt man auf jeden Fall auch wieder hin, dass man, wie man sieht, dass man es wieder gerade miteinander verbinden kann. Also die Verzahnung hier mit dem Backstein, das ist überhaupt gar kein Problem. Man sollte ein bisschen aufpassen schon, wenn man jetzt so Wasserfarbe oder sowas nimmt. Gut, Ne? Wasserfarbe Klar. ist jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, Gibt es sollte man. auch. Ja, gut, Würde die. ich aber dann vorsichtig mit sein. Ja. Ich würde jetzt auch nicht ein Glas Wasser drüber schütten. Ne? Also Richtig, das ja. rafft dann tatsächlich auch den Architekturkarton dahin. Ja, Aber aber Acrylfarbe ansonsten vom Hersteller, was hast du jetzt verwendet? aus dem Künstlerbedarf hatte ich Ja. noch, Hast du noch was hatte ich noch übrig gehabt? Farbe, Aber ansonsten, genau. es gibt natürlich von allen Ja. Modell, Baufarben, Herstellern, sei es jetzt Ich habe von Amo, Revell tatsächlich was wir auch. haben, Revell, haben wir bei uns bei DM Toys in Isum. Woodland hat da aber, glaube ich, auch Farbe. Ich glaube, jeder hat Ja. Acrylfarbe mittlerweile im Genau. Sortiment. Also von daher würden wir Auch die das immer Farben empfehlen. von, Entschuldigung, die Farben von Ammo, das ist auch kein Problem. Die werden ja meistens noch sogar verdünnt. Ne? Und dann aber, ich persönlich arbeite tatsächlich, wenn es so um Alterung geht, lieber mit Pulverfarben, mit Pigmenten. Pulverfarben, ja, gibt es auch von Amo, gibt es auch von Woodland, gibt es, glaube ich, auch von noch. Ja, Und du gibt es arbeitest am verschiedene. liebsten mit. Mit Woodland tatsächlich. Ja. Ja, und oder auch mit Stiften von AK zum Beispiel gibt es auch welche. Die kann man ja auch nass verwenden unter anderem. Also das geht mit Karton wunderbar. Ja, ganz kurz zum Produkt, falls es jemand wissen möchte, ist unser Siedlungs Haus Eisenheim. Ich will gar nicht sagen, dass es von uns ist, denn das ist noch von WS Lasercut. Das ist das Unternehmen, was wir damals übernommen haben, bevor wir mit Lasercut angefangen haben. War ein langjähriger Partner, sehr enger Partner, hat viele Sachen für uns exklusiv gemacht. Und wir haben dann das Unternehmen, ja, als die beiden Herrschaften sehr alt waren, beziehungsweise schon verstorben waren, übernommen. Und haben dann da die Zeichnung natürlich auch übernommen und können das ein oder andere Produkt immer noch weiter produzieren, haben da die Zeichnung optimiert. Und das war nicht unsere Leistung. Ist aber immer noch ein sehr schönes Gebäude Ja, und und ein guter Bausatz. vor allen Dingen fürs Ruhrgebiet auch, Ja, ne? Also passt. wer so ein bisschen interessiert ist, was da die heimische Kultur angeht, das ist ein Siedlungshaus aus einer ehemaligen Zechensiedlung in Eisenheim, Oberhausen, meine ich, ja, berichtigt mich, wenn ich da falsch liege, aber steht auch heute noch, ne? Also da Ja, und wie man sieht, in Kamen vielseitig. steht es auch fast noch so. Aber dann können wir gerne weitermachen, was wir da sonst noch so stehen haben. Da steht ja noch jede Menge, was wir von uns haben. Ja, ganz wichtig natürlich, neben der Unterführung auch die Aufzüge, um auf den Bahnsteig 2.4 zu kommen. Ja, das sind unsere Bahnsteigaufzüge, Artikel Nummer B00148. Haben wir auch schon länger im Sortiment. Gibt es bei uns in H0 und TT. In Spur N gibt es das Ganze bei DM Toys. Und dann habe ich hier schon mal eine kleine, beziehungsweise die große Trafostation untergebracht und die auch schon mal ein bisschen begrünt, weil sowas ist gerade im hinteren Bereich ja auch oft irgendwie sehr vollgewuchert und irgendwie etwas ungepflegt dahinter, ne? Ja, nicht zu vergessen unsere Lärmschutzwand natürlich. Ja, die kennt man ja mittlerweile jetzt schon ganz gut. Ne? Haben wir jetzt in ja, dem einen oder anderen Live-Shopping schon gezeigt und der liebe Job hat es beim letzten Mal gebaut. Jetzt habe ich mich gerade wollte gerade sagen, und du hast es schon mit Graffiti beklebt, aber war ja gar nicht mehr die Zeit dafür heute. Ne? Stimmt. Aber mit Graffiti, man hat es beim letzten Mal gesehen, das geht ja ganz fix. Ne? Packung auf, Graffiti drauf und fertig. Ne? Vorher vielleicht, wenn es ein bisschen älter ist, das Gebäude oder der Wagen ein bisschen sauber machen und dann draufkleben, aber es hält sehr, sehr gut. Ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass hier auf dem Gebäude noch welche Platz finden tatsächlich. Ja, man sieht es ja immer wieder. Ne? Also, als ich letztens am Bahnhof war, da hat gerade jemand die ganzen Graffitis aufgenommen, ja, die wahrscheinlich dann demnächst wieder entfernt werden. Ja, ärgerliche Sache manchmal. Was aber nicht von uns ist, da sind ja auch noch ein oder andere Produkte, die ich da so sehe. Genau, das sind einmal diese Unterführungen hier. Ist allerdings auch aus Karton. Auch Lasercut, ja, das Ja, wäre. genau. Also wenn schon, denn schon. Ne? Ja. Alles, wo es möglich ist, die sind von noch. Und wir haben auch schon das erste Leben tatsächlich hier in unserem Aufzug. Eine Dame mit einem Kinderwagen. Ja, habe ich eben Sehr modern. gesehen. Das ist eine Figurenset auch von noch, das du dir eben spontan noch geschnappt hast. Damit es ja, ein bisschen realistisch aussieht. So werden wir natürlich das Diorama immer Stück für Stück erweitern. Da nehmen wir euch dann, wie gesagt, sehr gerne mit. Und wenn ihr Anregungen habt, nehmen wir die natürlich auch mal gerne auf oder irgendwas ganz Besonderes mal sehen wollt,
Zum Beispiel haben wir hier neben unserer Trinkhalle noch eine Parzelle frei. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ihr euch da gut vorstellen könntet. Was unter Umständen dann irgendwann mal weichen muss für eine moderne Fahrradstation. Vielleicht könnte irgendwas Schrömmeliges, Altes sein. Das ist auch, ja, das stimmt. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ich sehe auch, das ist auch nicht von uns, ne? Nee, genau. Das ist von einem Fallerbahnsteig, allerdings tatsächlich wirklich nur das Dach. Ja, und die, also, und der Rest? Der Bahnsteig da drunter, das ist unser. Nee, ich meinte, die, ja, ach das so. Ist, das gehört schon dazu. Oder meinst du, ah, du hast du meinst Faller nur die Beleuchtung? Nein, genau, da sind quasi Rohre dran, wo unsere Kabel durchgehen von der LED-Beleuchtung. Ja. Das ist ein Schrumpfschlauch. Ja. Und das wird dann später natürlich alles beleuchtet sein. Wir versuchen das natürlich auch so zu machen, dass wir einzelne Partien beleuchten können oder beziehungsweise ein- und ausschalten können, dass nicht immer alles sofort push angeht. Alle geblendet. So ist es. Ich glaube, der Part ist fertig, ne? Zumindest jetzt für heute mit besprechen. Ich würde ganz kurz, bevor wir weitermachen, beim Heiko fragen, ist da alles im grünen Bereich? Leute finden uns auch inzwischen wieder im Stream, alle wieder da. Wir haben einen Haufen Anregungen, uns fehlt noch eine Hähnchenbude oder eine Hähnchenbraterei, passend zur Pommesbude und zur Trinkhalle oder ein Supermarkt. Und für die offene Fläche wurde hier gerade noch angeregt, Parkplatz mit E-Auto-Tankstelle. Der Bahnhof Kamen ist ja tatsächlich hier auf dieser Seite, also der wird auch noch hier umgesetzt. Das mit der Ladesäule kann ich gerne mal im Hinterkopf behalten. Also ich weiß, dass Ladesäulen gibt es, glaube ich, schon von Faller, aber warum sollten wir nicht auch mal noch eine machen? Es gibt ja ganz viele verschiedene. Na, aber Elon Musk hat sich noch nicht bei uns gemeldet, ob wir seine umsetzen dürfen. Anfrage war schon raus, aber bis jetzt noch keine Antwort. Und wir machen das natürlich nicht einfach so. Ich würde aber ganz gerne noch zum Thema Intermodellbau ganz kurz unterbrechen. Sind denn von der Anzahl, sind schon wieder so mindestens die Hälfte wieder online? Oder, ja, das sieht hier ganz gut aus. Ganz gut, ja. Weil ich würde nämlich heute gerne euch zur Intermodellbau, die nächste Woche stattfindet, einladen. Einladen in Anführungsstrichen, ich würde ein Gewinnspiel gerne machen. Oder mache es hiermit auch. Und zwar würde ich 3 Karten verlosen. Hierzu hatte Heiko sich eine schöne Frage überlegt, die du jetzt mal stellen darfst. Müssen wir nicht erst noch erklären, was sie gewinnen können? Nee, was sie machen müssen, um zu gewinnen. Ja, die Frage beantworten. Die Frage beantworten. Ja. Und ich sage dann, wer gewonnen hat. Okay. Na klar, also du warst jetzt den Tenor. Was ist los? Ne? So. Ich würde mal rüberkommen. Kommst du mal rüber? Alles klar. Ja, ich komme mal rüber zum lieben Heiko. Ja. Er ist schon wieder halb unten, der liebe Max. So, was hast du denn dir ausgedacht für eine Frage? Bevor wir die Frage stellen, derjenige, der als oder diejenigen, die als erstes antworten, wir geben 3 Karten raus. Die 3, die als erstes antworten, wird der Heiko natürlich sehen bei uns im Webchat und wird hier entsprechend anschreiben und dann hoffen wir oder beziehungsweise bitten wir euch darum, uns eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail zu schicken. Nochmal als Bestätigung an info@modellbahnunion.com. Also, an welcher historischen Bahnlinie liegt der Bahnhof von Kamen? Ja. Ihr habt jetzt Zeit während des Live-Shoppings, ne? Also, ich drücke euch die Daumen, wünsche euch ganz viel Glück. Darf ich mitspielen? Du hast eh eine Karte von uns. Du bist alle Tage da, liebe Lena. Ja? Na gut. Wie in der. Na gut, habe ich gesagt. Gut, sie freut sich doch schon, hast du es gemerkt. Na gut, ist so ein absolutes Yay im Ruhrpott, ne? Also, habe ich so gehört. Ja. Also die Intermodellbau findet ja statt, 18. bis 21. April. Na, du bist noch online, jetzt habe ich hier die... die Karten sind übrigens schon weg. Okay. Die sind alle schneller als... Das ist ja Wahnsinn. Aber ich habe dafür noch was anderes für euch. Damit ihr jetzt nicht einfach alle abhaut und sagt, ach doof, jetzt habe ich keine Karte gewonnen. Ich habe noch einen Promotion-Code, beziehungsweise einen Zugangscode für den Intermodellbau. Damit spart ihr 2,50 Euro auf die Standard-Tageskarte, wenn ich mich nicht täusche, aber so sollte es wohl sein. Und dieser Zugangscode, ganz wichtig, ist kein Promotion-Code. Wir haben Promotion-Code geschrieben,
Ist es aber nicht, weil da gibt es einmal einen Zugangscode auf der linken Seite und auf der rechten Seite einen Promotion-Code. Ihr müsst ihn unbedingt bei Zugangscode eingeben, glaube ich, damit ihr diesen Rabatt dann bekommt. Und der wird gerade unten eingeblendet, 157694. Damit spart ihr 2,50 Euro auf eure Eintrittskarte, was zumindest schon mal etwas ist. Könnt ihr gerne benutzen, kommt von uns von Herzen und auch von der Intermodellbau. Wir haben die als Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen und ich glaube, wir teilen uns da die Kosten. Also von daher fleißig nutzen und wir wünschen euch ganz viel Spaß und hoffentlich besucht ihr uns am Stand Halle 7. Oh, ich glaube, Stand D-Nummer, D06 wurde aber mit Sicherheit schon vom Thomas eingeblendet oder wird im Laufe des Live-Shoppings nochmal eingeblendet. Und ja, wir sind ab Dienstag da, bauen den Stand auf und Donnerstag geht dann die Messe los bis Sonntag. Ja, und ich würde vorschlagen, wir machen hier weiter, denn wir haben ja hier noch ein Produkt stehen und wir haben auch noch die eine oder andere kleine Neuheit hier versteckt. Genau, also wie schon erwähnt, hier wird dann ein Parkplatz hinkommen und auch das, was man auf Google Maps eigentlich noch sehen kann, ist schon ziemlich lange nicht mehr da, deswegen haben wir uns überlegt, wir können da was Eigenes, ganz anderes hinstellen und haben unsere neue Schlosserei aus dem EAW Mülheim aus der Serie gewählt. Mhm. Und der Plan hierbei ist tatsächlich, das so ein bisschen da ein längeres Projekt draus zu machen, um eben halt zu zeigen, wie kann man das Ganze altern, wie kann man das realistisch aussehen lassen und vor allen Dingen auch, was kann ich innen alles einrichten. Also nicht nur Kleinteile reinstellen, sondern auch ein bisschen Dreck, ein bisschen Beleuchtung vielleicht und die Innenwände ein bisschen gestalten, damit das Ganze tatsächlich auch nach was aussieht, also dass da wirklich auch gearbeitet wird. Ja, also das ist jetzt hier unser Ausstellungsstück für einen Laden oder beziehungsweise für unser Fachgeschäft. Das ist natürlich schon fest verklebt. Du wirst da nochmal neu bauen und das Ganze mit Inneneinrichtung versehen, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, damit etwas Leben da drin herrscht und euch natürlich auch da mitnehmen und das ein oder andere zeigen, was man bei dem Bausatz vielleicht anders machen kann. Wir hatten nämlich beim letzten Mal die Frage gehabt, ob man diese Türchen öffnen kann. Ja, vielleicht lässt du ein Tor offen einfach, ne? Ja, mit Sicherheit, weil sonst kann man nicht reingucken. Ich glaube, weiß gar nicht, ob von der Seite sind hier Tore. Nee, nämlich sind nicht. Keine das Tore drin. Habe ich mir schon gedacht. Mhm. Das war nämlich die Frage beim letzten Mal. Und da gab es die Antwort, ja, wir können sie auch offen darstellen vielleicht. Ja. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Damit man ein bisschen mehr sehen kann, ne? Und damit man noch mehr sehen kann, werde ich versuchen, das Dach abnehmbar zu machen, dass man eben halt auch reingucken kann, sich das Ganze ein bisschen genauer anschauen kann. Ja, sehr schön. Und wer es aufgepasst hat und unser Sortiment ja kennt, der kennt diese drei Produkte, die jetzt hier vorne stehen, wo der Max gerade filmt, die kennt er nämlich noch nicht. Und die sind auch noch nicht online bei uns im Webshop, sind noch nicht erhältlich, die kriegen wir erst nächste Woche passend zur Intermodellbau. Das ist eine Gleiswaage. Dreimal Gleiswaage, zweimal Gleiswaage und Geräte, Schuppen oder... Wie darf ich das verstehen? Auf jeden Fall vielseitig einsetzbar, würde ich sagen. Das ist dreimal Gleiswaage in verschiedenen Ausführungen. Und je nachdem, in welcher Epoche man zu Hause ist, kann man sich entweder für die Backsteinvariante. Das wäre jetzt das Modernste, oder? Entscheiden. Ja, naja, weiß, kann Backstein man so sagen, ne? Oder das hier kann auch durchaus ein bisschen älter sein, das Verputzte. Ja. Mhm. Ne? Dann eine verputzte Version. Genau. Und das, was auch bei einer Umfrage schon mal am beliebtesten war, nämlich die in Wellblech, mit der Wellblechfassade tatsächlich. Und das Gute daran ist, dass man die Wahl hat, ob man solche Betonplatten einsetzen möchte oder eben solche Stahlbleche einsetzen möchte. Max, kannst du noch mal rumkommen? Dann kann man die noch mal zeigen. Diese hier, ne? Genau. Und ich hatte mich so ein bisschen gefragt, tatsächlich auch eine Rücksprache gehalten, warum denn diese Stahlversion, diese Bleche hier, warum das denn braun ist und nicht eigentlich grau zum Beispiel. Aber die sind in der Regel ziemlich verrostet. Und wenn man da jetzt noch mit ein bisschen Pulverfarben dran geht oder mit den Stiften dran geht, die so ein bisschen nass macht, ein bisschen Acrylfarbe oder sowas oder auch Öl, stiften, dann kann man das wunderbar noch altern lassen noch und rostiger aussehen lassen. Und was noch sehr von Vorteil ist, es sind alle Gleissysteme berücksichtigt. Das heißt, man kann das schon austauschen. Gesehen, ja. Also man kann einfach das mit dem tauschen, ne? Genau, und dann hat man einmal
Dreileiter bedient. Mhm. Und jetzt ziehe ich das mal hier auseinander. Und zwei Leiter. Ja, das haben wir bei unseren Bahnübergängen damals ausgemacht. Da haben wir dazu gelernt und haben es jetzt direkt mit dabei gelegt. Ja. Da brauchen wir keine zwei unterschiedlichen Bausätze, sondern einfach, es liegt einfach mit dabei. Genau. Ja. Beide Varianten, also sowohl die Betonplatten als auch die Stahlplatten oder die Bleche und eben für beide Gleissysteme. Ja, sehr schön. Also ich weiß, die Artikelnummern werden sein B00 190, 191, 192 sind zur Intermodellbau hoffentlich lieferbar, aber auf jeden Fall online. Ne? Also auf der Intermodellbau könnt ihr die Produkte euch nochmal genauer anschauen, wenn ihr möchtet, oder auch hoffentlich direkt mitnehmen. Wenn ich aber mal direkt nachfrage, die haben ja ein Flachdach, ein gewölbtes Dach. Mhm. Wie kriege ich denn so ein gewölbtes Dach hin? Weil das ist ja Karton. Karton ist doch immer hart und gerade, eckig, kantig. Knicken kannst du den gut, ne? Kannst du knicken, aber man kriegt den tatsächlich auch wunderbar rund und der bleibt dann auch so. Wer ein bisschen aufmerksamer das verfolgt hat, ich habe das spontan, als ich die gebaut habe, letztens schon mal gezeigt, würden das aber gerne nochmal zeigen. Die Fragen kamen ja, ich habe das ja auch natürlich gerne geteilt und selbst wir haben da ja, nur weil wir es geteilt haben, das ein oder andere an Rückmeldung bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch doch mal ein bisschen Euphorie. Ja, und zumindest merkt man dann doch immer wieder, dass solche kleinen Tipps, solche Kleinigkeiten doch irgendwie wichtig sind und die Leute froh sind, dass man das mal anspricht und das mal zeigt. Wir haben jetzt hier das Dach von unserem Wellblechschuppen. Ist ein bisschen größer und wir werden das jetzt gleich nass machen und wichtig ist dabei, dass man nicht die geriffelte Seite nimmt, also da, wo Struktur drauf ist, sondern dass man die Unterseite nimmt und da das Wasser drauf gibt. Da bin ich jetzt mal gespannt, das geht ja dann doch recht fix, ne? Ja, eigentlich schon, müssen wir es gleich ein bisschen einziehen lassen. Der Karton wird sich auch ein bisschen wellen, das ist aber gar nicht schlimm. Wir sagen Tschüss bei Instagram. Ja, kommt mal rüber zu modellbahnunion.com unter Live-Shop. Geht es genau da weiter, weil ihr habt mit Sicherheit die eine oder andere Frage. Also kommt darum, es funktioniert nämlich auch, ne? Also keine Sorge. Und wichtig im nächsten Schritt ist, dass man sich was sucht, was in etwa die gleiche Krümmung hat, wie das, was man erreichen möchte. Bei uns ist das jetzt hier tatsächlich unser Kleber, der ganz gut passt. Und dann brauchen wir zwei Gummibänder. Wenn ich später auf dem Wellblechschuppen das Dach so um aufsetzen möchte, ist es natürlich auch wichtig, dass ich genau in diese Richtung auch die Wölbung vornehme. Und das sollte natürlich auch gerade sein. Dann kann ich das jetzt hier mit zwei Gummibändern fixieren. Und wir lassen das vielleicht einen Moment trocknen, während wir uns mit unserem Lasercut-Kleber. Ja, perfekt. Artikel Nummer A1000, glaube ich, oder A10.000. Ja. A10.000. Das lassen wir jetzt hier einen Moment trocknen. Und können in der Zeit vielleicht uns noch kurz was anderes Neues anschauen, ja, oder überlegen, was es noch weiteres geben wird. Also zum einen erwähne ich mal eben ganz schnell unsere derzeitige Aktionswoche und das ist Zubehör und auch Gebäude. Wie praktisch. Ja. bei Modellbahnunion ist es aber zum Glück so, wir produzieren selber. Ja, da ist der Bestand eigentlich nie so hoch, dass wir uns groß Gedanken machen müssen. Bei dem einen oder anderen Zubehörhersteller gibt es da doch mal das ein oder andere Gebäude, was weg muss. Deswegen bis zu 70% Rabatt bis Sonntag einschließlich. Das mal schon mal kurz vorab. Und jetzt das neue Gebäude. Hm.
Genau. Was haben wir da? Das ist ein Probebau noch tatsächlich, also noch nicht die finale Version. Und das ist ein Stellwerk, was auf Wunsch eines Kollegen im Hause tatsächlich erstellt wurde. Das ist das Stellwerk Löttringhausen. Das ist in Dortmund, in der Nähe von Kirchhörl. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar ein eigener Stadtteil. Habe ich vorher noch nicht gehört. Scheint. Nee, ist nochmal hier so. Genau. Also da keine Sorge, das ist jetzt der erste Probebau, glaube ich, noch. Ne? Ja, genau. Da wird noch das ein oder andere optimiert. Aber man kann natürlich auch sehen, wo die Reise hingeht. Genau, es ist ein sehr schönes Backsteingebäude mit Sprossenfenstern, die man wunderbar sehen kann. Und das zeigt auch nochmal, was mit Lasercut eigentlich möglich ist, wie fein das ist. Ne? Also diese Sprossen, die da drin sind, sind dünner als ein Millimeter. Ja? Also das ist schon enorm. Und wenn ich das nochmal umdrehen darf, auch diese Kacheln hier, die sind alle unterschiedlich dick, also unterschiedlich hoch. Mit dem Laser wird das unterschiedlich tief abgetragen und dadurch entsteht natürlich eine gewisse Varianz in der Farbe und auch in dem Muster. Ja, die Backsteine kann man wunderbar ganz gut erkennen. Genau. Ein sehr schöner Bausatz, ein sehr schönes Gebäude. Ja, vor allen Dingen ist das auch was wieder, also das gibt es nicht mehr, das Stellwerk. Ne? Also das ist schon komplett, das ist zurückgebaut. Ist entstanden, jetzt muss ich mal eben schnell auf meinen Zettel gucken, der liebe Thomas hat mir nämlich noch vorhin Bericht erstattet, wann es genau gebaut wurde, 1874, 1875 gebaut. In Betrieb gegangen ist es dann allerdings erst 1908, also wir können auch das epochenübergreifend einsetzen und stand in der Nähe oder stand am Bahnhof Löttringhausen, also wirklich großer Verkehrsknotenpunkt, ehemalige Rheinische Bahn mit, ja, Verbindung zu Dortmund und Hagen und tatsächlich auch in Richtung Bochum-Langendreher, was für mich dann wieder ganz spannend war, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, nämlich unter anderem auch Richtung Ziegelei-Dünkelberg, wo ich ja bis vor kurzem noch gearbeitet habe, also Zeche Nachtigall. Das ist ganz cool. Ja, sehr schön. Und das Ganze ja, durch eine Empfehlung bzw. einen Vorschlag von uns, zwar intern, aber genauso könnt ihr Vorschläge, Produktwünsche zu uns schicken. Und das Ganze am besten per E-Mail an info@modellbahnunion.com oder auch bei Social Media, sei es jetzt bei Facebook in den Nachrichten, Instagram, Twitter, YouTube, wo ihr möchtet. Ne? Also wir sind fast überall vertreten. Das sind wir. Und wir haben auch das ein oder andere Produkt ja schon umgesetzt, was ihr uns vorgeschlagen habt. Und von daher, wir sind auf euch angewiesen. Ne? Schließlich sind wir auch alle sitzen im gleichen Boot. Ja. Heiko, hast du noch irgendwas Spezielles? Gab es schon Fragen? Weil das ist ja genau das, was wir jetzt nochmal hier versuchen aufzubauen. Die ein oder andere Frage, die rüberkommt oder Wünsche, Probleme, die bei Architekturkarton vielleicht sind. Ja, ne, Wünsche gibt es reichlich. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich immer runtergucke. Ich habe ja mein Tablet liegen. Weil du gerade sagst, bei Wünschen, ein Reiterstellwerk bitte, ein modernes Spurplanstellwerk bitte. Ja, das Gute ist, wir können uns in den Chat, laden wir uns komplett runter, ja, und dann leiten wir die ganzen Wünsche an unseren lieben Job und George weiter. Dann kriegst du den Schlag in den Nacken und dann geht das weiter, genau. Ja, die Liste wird immer länger, aber ja, das ist aber sehr gut. Vielen Dank für die guten Vorschläge. Reiterstellwerk ist natürlich jetzt gerade in aller Munde, weil es davon anderen Herstellern ja ganz tolle themenbezogene Produkte gibt, ja. Modernes cool. Bahnsteig noch wird noch langsam. Modernes Bahnsteigdach wird noch gewünscht. Sehr schön. Also wenn es da was gibt, genauso, aber auch Fragen, Anregungen, Wünsche zu Architekturkarton oder wie man was baut oder wie man altert oder was man sonst Spezielles machen kann. Der liebe Thomas blendet es gerade ein. info@modellbahnunion.com ist der allerbeste Weg oder hier auch im Live-Chat ist auch natürlich auch voll und ganz in Ordnung. Wir freuen uns da auf eure Fragen, damit wir uns Mühe geben können, die ordentlich zu beantworten. Denn dieser kleine Tipp von dem gewellten Dach hat dem einen oder anderen schon sehr weitergeholfen, obwohl es nur so eine Kleinigkeit gewesen ist. Ja, tatsächlich, genau. Ja, wir können ja mal gucken, wie weit es damit jetzt ist. Apropos. Da war was. Ich zeige hier nochmal unseren wunderschönen, der liebe Thomas hat nämlich noch welche entdeckt. Na, wir haben noch jede Menge, die wir in einem Geheimvorrat für die Intermodellbahn noch zur Seite gelegt haben. Wenn ihr aber so einen haben möchtet, schreibt uns auch da gerne eine Mail oder in die Bestellung rein, weil wir haben den Artikel jetzt offline genommen, weil wir gar nicht mehr so viele haben. Aber für den einen oder anderen Live-Shop-Kunden natürlich immer wieder gern. Genau, also man sieht jetzt hier, der ist soweit wieder durchgetrocknet und behält seine Form.
Und ja. die wird er auch in Zukunft behalten. Ja, also wenn er dann einmal verklebt ist auf dem Gebäude, dann bleibt es so, genau. wie es ist. Ne? Ja, liebe Lena, wir sind nächste Woche auf der Intermodellbau. Mhm. Du bist ja auch da, haben wir jetzt schon mal erwähnt. Bist du jeden Tag da? Ich bin jeden Tag da und freue mich über jeden, der schon angekündigt hat, dass er uns besuchen möchte, um zu gucken, was wir denn da geschafft haben bis dahin. Auch da Wünsche und Anregungen gerne. Wir haben zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, aber auch hier per E-Mail alles gerne immer mitschicken. Und ab sofort haben wir auch die Möglichkeit eingestellt, Abholung, Messe, Intermodellbau im Webshop anzuklicken und auch dort zu bestellen. Das heißt, wir bringen eure Bestellung, sei sie noch so klein und noch so groß, mit zur Messe. Na, bitte aber hier unbedingt darauf achten, keine Neuheiten zu bestellen, die nicht lieferbar sind, sondern alles bitte nur als lieferbar, damit wir euch auch alles wirklich einpacken können. Und dann könnt ihr das natürlich auf der Messe bezahlen und auch mitnehmen. Das zu Intermodellbau. Wir freuen uns. Donnerstag geht's los. Donnerstagabend gibt es eine Veranstaltung. Das Goldene Gleis, Modell des Jahres, wurde von euch mit Sicherheit auch in dem bekannten deutschen Eisenbahnmagazin und Modelleisenbahner und ja, alles, was es sonst jetzt gerade noch so gibt, mit Sicherheit gewählt. Und die Verleihung und auch die Bekanntgabe, wer was gewonnen hat, findet am Donnerstagabend statt. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir ein Messe-Intermodellbau-Spezial am Freitagmorgen. Mhm. Die Uhrzeit wird ungefähr 8.30 Uhr sein, weil die Messe nämlich um 9 Uhr beginnt. Ist der Messeansturm einmal da, ist die Internetverbindung weg und wir sind nicht mehr live und wird hoffentlich das Gleiche passieren wie eben. Aber ich gehe mal stark davon aus, wir waren schon auf den einen oder anderen Messen live. Wir werden es auch auf dieser schaffen. Deswegen nächste Woche Freitag ist unser nächstes Live-Shopping um 8.30 Uhr. Für diejenigen, die jetzt es eingeschaltet haben oder es noch nicht mitbekommen haben, wir haben aktuell unsere Gebäudewoche, bedeutet bis zu 70% bis Sonntag auf Gebäude und Zubehör. Und nächste Woche, das ist aber jetzt hier nur für meine lieben Live-Shopping-Kunden und zum Glück sind wir jetzt nicht mehr bei Facebook und YouTube und Instagram online. Nächste Woche gibt es bei uns die Autowoche. Ne? Also Autos braucht ihr diese Woche nicht kaufen. Wir reduzieren nächste Woche unseren Überbestand. Das Lager wird etwas freier dann werden bei uns. Wir brauchen etwas mehr Platz für die neuen Autos, die kommen. Unsere liebe Julia wird sich freuen. Ja, die pickt jetzt schon fleißig Gebäude. Ja, und nächste Woche darf sie die kleinen Autos packen. Da gehen natürlich auch liebe Grüße raus. Die wird sich diese Woche auch nochmal bei euch mit einem schönen Video melden. Ich gehe gerade unsere Karten durch. Ich glaube, wir sind nämlich am Ende angelangt. Ich habe keine einzige Geheimbotschaft hier noch drauf, die ich vergessen habe. Außer, wie gesagt, die Basteltipps. Da würde ich mich freuen, wenn da noch was kommt, denn dann wissen wir auch, was gefragt ist und was ihr gerne wissen möchtet. Zum Beispiel, ich würde mich nämlich jetzt dafür interessieren, du hast die schönen Plakate ausgedruckt. 25 Jahre Modellbahnunion und das Plakat zum Sommerfest, was ja Ende Juni, 28, 29, 6. stattfindet. Ihr seid natürlich da. Wie hast du das denn gemacht? Einfach aus einem ganz normalen Drucker ist das Papier und dann hast du es einfach da drauf geklebt oder wie hast du es gemacht? Das ist ganz normales Papier, ausgeschnitten, draufgeklebt. Allerdings für das Design ist unser Max zuständig. Der hat das sehr großartig gemacht und auch noch weitere Werbeplakate gestaltet, die dann zum Beispiel hier auf den Wartehäuschen Platz finden werden. Ja, also auch da einfach nur aus einem Papier, beziehungsweise aus einem Laserdrucker, ne? Ja. Ausgeschnitten und dann auf das Lasercut-Gebäude beziehungsweise Gebäude aus Architekturkarton draufgeklebt. Mit einem speziellen Kleber, mit unserem Modellbahn-Union-Kleber oder hast du dafür was anderes verwendet? Den habe ich dafür benutzt, aber es geht im Prinzip, ja, da ist es Papier auf Papier oder auf Karton, da geht einiges. Ja, sehr schön. Ja, aber, das war... Genau. Dann zum Abschluss meine Frage, ne, die ich einfach mal so gestellt habe. Und wenn ihr einfach Fragen habt, wie gesagt, immer her damit. Wir freuen uns auf euch und besonders freuen wir uns auf euch nächste Woche. Entweder Donnerstag live auf der Intermodellbau oder Freitagmorgen live hier bei uns, modellbauunion.com, Live-Shop. Ne? Das ist die Kategorie, da sind wir dann zu finden am Freitagmorgen. Was jetzt noch untergegangen ist, dass wir ja noch ein drittes Segment eigentlich haben, das man jetzt aber hier nicht sieht. Und deswegen haben wir wahrscheinlich einfach nicht dran gedacht.
Auch dafür gibt es natürlich schon Ideen und Projekte. Da wird es dann mehr so ein bisschen um Kitbashing gehen. Also nicht nur, wie kann ich zum Beispiel einen Gebäudebausatz anpassen, indem ich den farblich irgendwie gestalte, sondern wie kann ich den auch komplett umgestalten, nicht nur farblich. Und da ist zum Beispiel, gerade wurde ja gesagt, Supermarkt wäre vielleicht ganz gut, ein Supermarkt wird es nicht. Aber tatsächlich steht um die Ecke vom Bahnhof Kamen ein Reifeisenmarkt. Den haben wir jetzt nicht im Sortiment, aber ein Gebäude, was von der Struktur her ähnlich aussieht, nämlich ein Verwaltungsgebäude von der Feuerwehr. Und das soll da später mal ein Reifeisenmarkt. Das haben wir nicht zufällig hier vorne stehen, ne? Doch, oder? Das steht tatsächlich da vorne an der Ecke. Das hole ich doch nochmal schnell. So viel Zeit muss sein. Das ist das Große hier, ne? Das Diorama hier. Ja, Supermax. Ja, das ist jetzt die Wagenhalle, glaube ich. Achso, wo denn? Ist das hier nicht? Nee, die Verwaltung ist ein bisschen kleiner. Ist was kleiner, ja? Okay, dann haben wir sie nicht hier stehen. Okay. Naja. Ja, wir haben hier sehr viele Gebäude bei uns im Fachgeschäft stehen. Aber das nicht. Wir haben 2 Vitrinen Modellbahn Union. Wir haben da hinten noch 5-6 Meter Modellbahn Union. Aber wie man sieht, natürlich findet man hier bei uns in Kam im Fachgeschäft auch alle anderen Hersteller noch. Was haben wir hinter mir noch? Da ist Busch. Viking. Wir haben hier vor mir Pico. Da haben wir ganz früher unser Live-Shopping gedreht. Wir haben hier Vitrinen stehen von Märklin, Trix, LS Models, Mehano, Jägerndorfer, Rocco. Fleischmann nicht mehr, die machen keinen H0 mehr. Wir haben da hinten noch Fiesmann stehen und Faller und unsere, natürlich auch unsere Vertreter aus England, Hornby und Darpol, Acura Scale, aber auch Jewelry, Warossi, Elektrotränen. Also wir haben hier, glaube ich, wenn ich jetzt mal so schnell durchzähle, mit Sicherheit 20 Vitrinen und jede Menge Zubehör stehen. Also kommt gerne auch hier vorbei in Kam, besonders wenn ihr bei der Intermodellbau seid. Na, ist 20 Minuten Autoweg, mit der Bahn kommt man auch sehr gut hier hin. Seid herzlich eingeladen, Personal haben wir sowohl am Stand als auch natürlich hier vor Ort. So, habe ich jetzt noch was vergessen? Das dritte Segment haben wir jetzt erwähnt. Ja, das wirst du ja live auf der Intermodellbau, so gut es geht, wenn nicht zu viele Fragen kommen. Ja. Wie soll ich sagen? Basteln. Ja, basteln ist das beste Wort. Bauen. Ja. Ja. Also da könnt ihr gerne zuschauen, aber auch eure Fragen loswerden. Heiko, hast du noch eine offene Frage? Du hast dich nicht mehr gemeldet. Ich glaube nicht, dann wahrscheinlich. Nö, die sind alle glücklich, freuen sich auf die Messe, freuen sich auf Sommerfest, freuen sich, dass wir englische Eisenbahnen haben. Ja, jede Menge. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich fast mehr als manch ein englischer Händler. Würde ich fast auch vermuten, ja. Okay, super. Also ich würde nochmal den Max bitten, wir gehen einmal zum Heiko und verabschieden uns bei euch. Ja, die Intermodellbau kann ich hier mal zeigen. Liebe Lena, du kannst ja auch mal mitkommen, Tschüss sagen. So ist es ja nicht, ne? Dann ist ja Heiko so alleine. Ja, und wenn ihr das noch gerne haben möchtet, schreibt uns bitte eine E-Mail, der ist nicht mehr online. Wir haben nicht mehr viele, also vielleicht nach der Intermodellbau nehmen wir nochmal wieder online und sagen für heute Tschüss. Tschüss. Dank, dass ihr nochmal wieder eingeschaltet habt und ja, die erste Sendung weitergemacht habt. Also, lieben Dank, schönen Abend euch noch und wir sehen uns allerspätestens Freitagmorgen. Ciao. Bis bald. Ciao.